Auto fahren, von wegen. 1,9 aber wieder, also er hat 3, oh, jetzt ordentlich 1,9. 1,5. Ich habe ihn hier drin auch, mein Leistungs- dann zieht er runter. Ja, weil ich es ausgemacht habe anscheinend, funktioniert es deswegen. Ja. Ne, ich habe es wirklich ausgemacht. Also bei, ja, das glaube ich dir schon. Gut. Aber jetzt 2 Sekunden. Wer ist jetzt da vorne? Der Stranke wieder, oder? Starke. Starke, meine ich doch. Ja. Nee, du hast Stranke. Danke gesagt. Ja, meine ich ja. Hm, du hast Stranke gesagt. Ja. Danke, Stranke. Hm. Aber hast du gesehen, ich glaube, es hat eben ein bisschen die Mauer touchiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Boah, oh, 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 oh. 2 Sekunden. Aber guck mal, es bringt ihm endlich nichts wirklich was. Weißt, siehst du das gegenüber Stark? Starke. Also, Starke, dass er da nicht wirklich, aber jetzt. Jetzt lässt er stehen. Ja, jetzt, aber was sonst? Wahrscheinlich. Na gut, vielleicht ist der Starke auch ein bisschen vom Gas gegangen, das wissen wir jetzt nicht. Jetzt fährt er in! Komisch. Und fährt er jetzt wieder in? Also, das soll mal einer verstehen. Das soll mal einer verstehen, das verstehe ich nicht. Jetzt verliert er mal wieder. Jetzt sind wir bei 2,2 schon wieder. Eben war er noch bei 1,5. Boah. Du machst mich verrückt, ey. Noch 20 Runden hat's. Ah, 22. Jetzt sind wir wieder bei 2. Ah, nee, das ist nach hinten. Nach hinten, nach Chris ist das. Ja. Er verliert jetzt nach hinten wieder. Eben noch nach vorne, wollen jetzt nach hinten verloren. Ja, jetzt hat er nochmal zwei jetzt. Jetzt hat er wieder raus. Ja, genau. Aber jetzt fährt er wieder so weit oben. Das soll mal einer verstehen. Also ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, er hat irgendeinen Grip gefunden. Guck doch mal, kann man im Cockpit sehen, wie schnell er fährt? Bin ich halt, glaube ich, nicht, aber Drehzahl sieht man. Da geht's runter. 7000. Ein bisschen mehr als 7. Zieht er aber voll durch. Guck mal an, 7, 8. Das müssten wir gleich mal mit vorne, aber er ist schon wieder ordentlich dran vorne. Also das ist nicht mehr so Fülle. Also 2 Sekunden sind es nicht mehr. 1, naja. Aber doch, sind noch 2,3. Nach hinten aber. Müssen wir mal nach vorne? Geh mal einen nach vorne und gucken. Nee, wenn einer nach vorne geht, dann zeigt immer den kleineren Abstand. Ja, an. Nee, das ist richtig, das ist schon richtig. Ich meinte jetzt eigentlich wegen der Drehzahl. Um zu sehen, ob die, wenn die unten fahren, wesentlich weniger Drehzahl haben. Ah, warte. Ja, nee. Haben ungefähr gleich. Also das ist nicht, ja, das verstehe ich nicht. Das soll mal einer verstehen. Ja. Ich kann's auch nicht. Ich würd's gern. 2,1 Sekunden, glaube ich, nach hinten jetzt, also auf Roberto. Oh, und Barcelona steht jetzt 3-0, Torschütze, ja. Messi. Wieder per Lupfer. Diesmal sogar mit dem rechten Fuß anscheinend. Ja. Also es wird hier... 2,1 Sekunden. 2,1, also er kommt wieder ran, aber... So wirklich, also er hat noch 18 Runden Zeit, um da wirklich ranzukommen, um Sieg mitzukämpfen. Also Matthias tut sich auch schwer, da vorbeizukommen. Aber ich denke mal, der wartet ein bisschen, bis so 5 Runden vor Schluss und versucht dann alles rauszuholen. Ja, wir müssen sowieso jetzt in 5 Runden uns ganz auf die vorderen konzentrieren. Richtig, 1,8, also jetzt holt er wieder auf, also ich weiß nicht, wo er es holt, aber durch seine Linie, aber er holt es halt. Ja. Also wirklich ganz, ganz verrückt. Jetzt ist wieder 2,3. Also das soll mal einer verstehen. Also dieses Hin und Her, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, das versteht keiner. Also wenn es einer versteht, dann darf derjenige uns gern sagen. Ja, das bin ich sehr dafür. Das ist wieder 1,9. Wahnsinn. Da verliert dann einer Kurve 4 und in der nächsten gewinnt er 3. Jetzt 1,7. Ja. Deswegen bin ich auf die Station gerade wieder gespannt.
viel bestimmt wieder irgendwas mit. Ja, da wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr werden durch den Windschatten, denke ich mal, von den dreien. Ja, geil. Genau, zwei. Roberto muss pro Runde etwa 1,2 Zehntel aufholen. Oder sagen wir mal, 1,5 braucht er jetzt eigentlich schon fast. 1,25 eigentlich, um dann an dem dritten direkt dran zu sein. Er braucht schon 1,5 Zehntel, keine 1,5 Sekunden, 1,5 Zehntel, um dann, wer geht da in die Box? 1,7. Thomas Strang. Strang, ja. Hält sich unten, ob da in die Box geht. Ist uns jetzt erstmal, glaube ich, egal, da geht rechts noch jemand rein, das ist uns jetzt erstmal wurscht, wir konzentrieren uns jetzt hier insbesondere 2,1 auf Roberto und die Aufholjagd oder auch nicht oder doch oder nicht oder doch. Also ich glaube, das wird nicht mehr. Ich glaube nicht, dass Roberto da noch anfährt, weil das schwankt immer so zwischen 1,7 und 2,2. Jetzt holt er wieder auf. Ja, vor allem wenn wir uns Zeiten anschauen, 40. Also die letzten paar Runden häufig 40,1 und dann jetzt auf einmal 40,2, 40,4, 40,5, 40,7. Ja, also der muss glaube ich sogar noch mal rein, wenn es ganz hart kommt. Aber es ist bei allen da vorne so, die sind alle gerade schlechter unterwegs als sonst. Die haben alle viel, viel Zeit verloren. Im Moment der schnellste ist Chris Schub mit 40,5. Chris Schub ist aktuell der schnellste, wie ich das hier sehe. Ja, aber auch bei ihm die Zeiten auch in den Keller gegangen. Ja, also deutlich, die nehmen sich alle nix. Ja. Ja, das ist alles nicht so, wie es sich wünscht. Jetzt wird es beinahe schon eine Reifenschlacht, glaube ich. Also. Oh, was ist da los? Was ist da vorne los? Zwei fahren in die Box? Ist das richtig? Ja, das ist völlig richtig. Chris Dahms und Marius. Wert, ja. Die fahren in die Box. Damit bleibt noch Roberto Alaimo, der im Moment auf 2 ist. Und der führende Matthias Koch. So, jetzt ist die Frage, halten seine Reifen durch? Oh, und Riesenchance in Leverkusen für Leverkusen, für Derdiok, aber so kurz vom Tor vorbeige. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, der Matthias den Vorsprung rausholen kann, also noch weiter ausbauen kann über Roberto Alaimo, da bin ich mal gespannt. Also im Moment sieht es danach aus, als ob es so sein. Gut. Ja, wir müssen mal schauen, wer ist jetzt hier. Roberto, der kriegt jetzt Besuch von Überrundeten und auch vom Chris Schub. Ja, die Frage ist jetzt, warte mal, habe ich da vorne gerade gesehen, dass er reinfährt, der Matthias? Nee. Okay, gut, das sind Überrundete, okay. Ich glaube, die sind gerade rausgefahren. Oder so? So, da haben wir Robert. Ja, das sind Christian und Marius Berg gewesen. Oha! Die sind jetzt überrundet. Wahnsinn. Die sind jetzt zurückgefallen auf Platz 5 und 6. Ja. Tja, jetzt ist die Frage. Kann Matthias das halten, die letzten 11 Runden? Oder muss er auch nochmal in die Box? Und der Roberto. Das ist jetzt echt spannend zu sehen. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass Matthias die beiden jetzt vorbeilässt und sich dann in seinen Windschatten, in deren Windschatten hängt. Ich glaube, er hat vorbeigelassen. Ja, ich glaube, das ist das Sinnvollste, was er machen kann. Mit seinen Reifen. Rechts sehen wir noch einen Schatten. Und lässt ihn wirklich vorbei. Also es ist... Ja. Ist das ausgefuchst, ist das. Das ist das Beste, was er machen kann, sich den Windschatten zu holen von denen. Ja, Robert hätte den einzigen Windschatten noch vom Martin Schöllinger. Ist jetzt auch nicht zu verachten. Ja, richtig. Aber schau mal, der Matthias, der kann die beiden da vorne gar nicht halten, weil er mit den Reifen so langsam ist, dass ihm das gar nichts hilft. Wahnsinn. Der braucht einen, der ihm wirklich Windschatten gibt und der genauso... Oh, 4:0. Und es war nicht Messi. Es war Theo. So ein 80er oder 70er oder was auch immer. Jetzt geht hier der Stellinger am Führenden vorbei und rundet sich zurück. Jetzt ist die Frage, ob ich das wirklich noch rechne, dass er jetzt noch draußen bleibt. Oh, kommt aber weit raus, der Junge. Das könnte sich tatsächlich doch, das wird sich glaube ich rechnen. Noch 9 Runden. Marius Bert und Chris Dams, die müssen jetzt pro Runde 4 Sekunden auf. Oh, die holen pro Runde im Moment 2 Sekunden auf.
Aber das wird, beziehungsweise das wird Roberto eine. Roberto holt auf Matthias auf. Ja. Runde eine Sekunde. Ja, aber das kam wahrscheinlich auch durch die Überrundung. Jetzt, also die Endrunde, ja, sagen wir mal. Ja. Ich denke mal, das hat damit auch viel zu tun gehabt jetzt. In der letzten Runde. Oh, jetzt geht Roberto rein. Ja. Roberto geht nochmal rein. Also ich glaube, das war zu spät. Ja, das war deutlich zu spät. Entweder man geht früh oder man zieht's durch. Ja. Aber vielleicht hat er versucht, es zu schaffen, aber hat dann gesehen, dass die Reifen es einfach nicht mitmachen. Aber gut, das hätte er früher überlegen müssen. Jetzt ist vorbei, jetzt wird er auch weit zurückfallen, sag ich mal. Also er wird auf jeden Fall Sechster werden. Sechster, also auf den Sechsten zurückfallen, sag ich mal. Chris Schub ist derweil auch in die Box gegangen, so wie ich das gesehen habe. Ja. Ist auch in der Box, also damit ist Matthias ganz alleine da vorne. Genau so ist es. Also Matthias, jetzt kannst du das Ding ganz locker nach Hause schaukeln. Nee, kann er nicht. Denn die Reifen, die sind... Ja, aber er hat jetzt über 20 Sekunden Vorsprung. Also über 20 Sekunden ist schon ordentlich. Und dann ja, auf Roberto Lai. Auf Roberto Lai. Auf Marius Bert hat er über 30. Richtig, genau so. Und jetzt hat er noch 7 Runden und das könnte sich ganz knapp ausgehen. Selbst wenn die anderen 4 Sekunden pro Runde gut machen, würden sie es nicht schaffen. Zumindest Marius Bert und Chris Dahms nicht. Roberto Lai müsste dafür so viel gut machen, aber der fährt deutlich langsamer als Matthias, also fast eine halbe Sekunde jetzt. Und von daher... 0:5, Messi. Boah, heftig. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, erledigt. Das brauchen wir jetzt auch nicht weiter verfolgen. Weitere Meldungen über Tore in den nächsten 32 Minuten wird es nicht geben. 58 sind da gespielt. So, und Matthias Koch. Also, noch 6 einzige, Kinder, Junge. Ja, aber das Einzige, wo er jetzt wirklich aufpassen muss, und da muss er aber auch unbedingt aufpassen, ist die Haltbarkeit seiner Reifen. Ja. Er fährt jetzt 41. Die dürfen ihm in den kommenden 6 Runden nicht einfach so wegplatzen. Also er hat jetzt 41,2 fährt er im letzten und Roberto Lai fährt 41,8. Also er fährt gute halbe Sekunde schneller als Roberto Lai. Der wird wahrscheinlich aber noch geschluckt von Marius Bert und Chris Dahms. Die sind deutlich schneller, also über 2 Sekunden. Die werden ihn wahrscheinlich sogar noch schlucken. Also die sind nur noch 10 Sekunden, ja 7,8 Sekunden dahinter. Die werden ihn noch schlucken, aber ja, Matthias kann das Ding ganz locker, also was heißt ganz locker, aber er kann es zumindest, er muss sich nicht bedrängen lassen, sagen wir es mal so, und kann gucken, dass er die Reifen heil nach Hause kriegt. Er hat nur noch 5 Runden, nicht mal mehr ganz, 4,5, um das Ding nach Hause zu schaukeln. Das wäre natürlich der Knaller, wäre ein Stopp weniger als alle anderen in der Box gewesen. Nur der Marco Meyer hat auch erst 3 und ist dadurch auch... Nee, ein paar andere noch. Mike Azzolin, Bernd Köhler, Udo Wagner auch. Ich meinte aber so weit vorne. Ja, das musst du aber auch dazu sagen. Ja, gut. Okay. Zumindest unter den ersten 7. Ja, mit Marco Meyer der einzige... ja gut, dass ich jetzt hier so über das Live-Race das sehe, ja. In den ersten 10 sind es noch ein paar mehr. Aber ist doch schon beachtlich, also was er bis jetzt aus den Reifen rausgeholt hat, ist schon Wahnsinn, das muss ich mal ganz klar sagen. Jetzt fährt er aber ja, auch... Das auf jeden Fall. Fährt doch deutlich langsamer, also 41,8. Der Roberto Lai fährt 40,6 letzte Runde, also war deutlich schneller. Aber Marius Bert ist fast dran, es sind nur noch fast 5 Sekunden, ein bisschen mehr als 5 Sekunden. Aber es sind ja nur noch 3 Runden, also ja, das kann ihm gut helfen. Marius ist jetzt fast dran, sind jetzt nur noch knapp unter 4 Sekunden. Marius Bert auf der 3. An dem Roberto Lai, wohlgemerkt. Also das ist ja der Knaller. Also wenn jetzt ihm die Reifen nicht platzen, also toi toi toi, auf Holzklopf, dann hat er echt, das war wirklich eine saugeile Strategie. Vor allem auch eine riskante, die aber am Ende aufgeht. Richtig. Musst du erstmal bringen. Ja. Das musst du erstmal bringen. So, 2 Runden hat er noch. So, wie ich sehe, Marius Bert ist vorbei. An dem Roberto Lai. Ja.
Oh, und Christian noch nicht, auch. Der ist direkt hinten dran, ja. Der wird's auch gleich packen, jetzt. Da! Jetzt packt das. So, Chris Darms damit jetzt auf der 3. Ja, da links sehen wir Robert noch. Ja, nee. Doch, ja. Oh, wie der alles einfach so wegfährt, Wahnsinn. Geiles Ding. Okay, mein Life ist auch ausgefallen wieder, aber das 0 ist egal. 0-6. Oh, das ist eine schöne Klatsche für Leverkusen. Ja, das könnte, wenn es ganz schlecht läuft, wird es zumindest noch zweistellig. So, also, eine Runde noch für Matthias. Jetzt muss er hoffen, dass das Ding nicht drauf geht. Also ja, egal. Ja, du, selbst wenn, also, dann kann er sich quasi an der Wand entlang tragen lassen. Und dann mit 19 Sekunden Vorsprung hat er es immer noch. So, ja, Tejo hat da 6-0 auch wieder gemacht. Also viermal Messi, zweimal Tejo. Oh, so, schlechter Leno. Jetzt hat er es gleich geschafft. Ja, letzte Kurve. Jetzt kann ihm auch der Reifen platzen. Jetzt ist es wurscht. Völlig egal. Und mit einer atemberaubenden Strategie gewinnt Matthias Koch das 5. Saisonrennen in California auf dem Auto Club Speedway. Herzlichen Glückwunsch von mir dazu, zu dieser wahnsinnsgeilen Strategie und natürlich sehr riskanten, aber wirklich saugeil ausgeführt. Also super. Ja, zweiter Wilhelmsberg, dritter Chris Darms, vierter, da sehen wir es, Roberto Lai. Das ist noch nicht im Ziel, oder? Erster, nein, der rollt aus! Und es gibt noch mal einen Unfall! Der wurde von Roberto Alaimo angeschoben. Also Roberto Alaimo wohl auf der 4. Ja, Roberto Alaimo auf der 4 und Roberto Lai auf der 5. Wahnsinn, dann das ist es ja. Ja, Chris Schub auf 6, Martin Stellinger auf 7, Matthias Lamm ist auch noch nicht drüber. Nee, sind alle noch nicht. Nee, müsste aber eigentlich. Müsste aber nicht, also Zeit haben sie noch keine. Das wundert mich. Aber hier, Platz 17 bis 21 sind schon drüber. Ja. Also ich glaube, das müssen wir jetzt groß weiter erwähnen. Die Zuschauer sehen ja die Rankings. Doch, die sind alle drüber. Doch, weil sonst würden die jetzt hier auch nicht reinfahren. Mal Martin, auch Matthias Lamm auf 8, ja, ja. Das stimmt. Auf 9 Marco Meyer, auf 10 Udo Wagner, 11 Bernd Köhler. 12 Sandro Petrosiello. Der hat viel Boden verloren in der Meisterschaft auf Matthias Koch. Der hat seinen Vorsprung ausgebaut. Also der nächste wäre dann eben Marius Bert. Als würde jetzt wahrscheinlich dann Platz 2 in der Meisterschaft übernehmen. Hat aber vor dem Rennen schon 25 Punkte auf Matthias Koch Rückstand gehabt. Da raucht aber ein Auto ganz gewaltig. Mein Gott. Ja, wer ist das? Oh, Kollmeier. Kollmeier ist es. Wieder Qualm, Wahnsinn. Schornstein. Kraftwerk ist nichts dagegen. Auf welchem Platz der jetzt ist. Hier ist er. Ja, jetzt kann er wieder. Ach. Wunderheilung nennt man sowas, glaube ich. Ja. Kollmeier auf der 18. Ja. Also ein überaus interessantes und spannendes Rennen. Absolut. Und ich kann nur an die Zuschauer nochmal appellieren, wenn sie hier auch mitfahren wollen und sie sehen, wie geil das hier ist, dann einfach auf veracing.org und alles weitere wird dann auf der Homepage erklärt. Und ich mache mich jetzt mal auf und such mal die drei Besten. Das heißt Matthias Koch, Marius Bert und Chris Darms. Bin dann gleich wieder da. Jawohl, bis gleich. Ja, das war doch mal ein verdammt spannendes Rennen. Der Ausgang war ja Wahnsinn. Also der Matthias hat das wirklich sehr clever gelöst und aber sehr, sehr riskant, dass ihm da die Reifen nicht kaputt gegangen sind, das ist absoluter Wahnsinn. Bin echt begeistert. Und das ist natürlich auch deutlich Vorsprung in der Meisterschaft. Durch diesen erneuten Sieg. Ja. Und müsste es gleich weitergehen. In Interviews. Da sammelt sie gerade alle zusammen.
Sekunden beginnen wir dann das After-Race-Interview. So, und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal runter mit Mikrofon und so weiter zu den drei Besten. Jawohl. So, und da sind wir. Also, da haben wir die drei. Matthias Koch als Sieger, Marius Baird als Zweiten und Chris Dahms als Dritten. Und wir fangen zuerst mit dem Drittplatzierten an, und zwar ist das Chris Dahms. Hallo Chris. Hi. Ja, das war ein ziemlich spannendes Rennen, oder? Also das vor allem gegen Ende mit der Boxenstrategie, wer fährt wann rein oder auch nicht. Wie lief's aus deiner Sicht? Ja, wie gesagt, war ein spannendes Rennen. Hat auch echt Spaß gemacht. Wenig gelbe Flaggen dieses Mal, das war auch natürlich positiv. Ja, zum Stoß halt musste man ordentlich pokern. Man musste nie, wie der andere, wie viel Sprit drin war. Und die Reifen, wie da der Verschleiß war und ja. Ich und Marius haben uns ein bisschen verpokert wohl anscheinend, aber trotzdem hat es noch gereicht für den zweiten und dritten. Ist auch ein gutes Ergebnis für das BOS Motorsport-Team, von daher ganz zufrieden mit dem heutigen Abend. Ja, du sprichst ja schon die Teamwertung ein wenig an. Bist ja beim BS Motorsport Junior Team. Warte mal kurz, jetzt wundert mich hier ein bisschen was. Bei mir ist nämlich hier der Marius gar nicht eingetragen in meiner Liste. Fährt der auch beim Junior-Team? Ja. Okay, hat er den Platz dann eingenommen für Steven Klein? Richtig, genau. Ah, okay. Müsstet ihr jetzt in der Teamwertung an dem Senior-Team vorbei sein, glaube ich, denn die haben heute nicht ganz so gut ausgesehen und auch vor ihr Racing 2 könnte da bekommen haben, denn Noah und Udo haben jetzt auch nicht so wirkliche Top-Leistung gebracht heute, auch einiges an Pech gehabt. Welches Ziel habt ihr denn noch in der Teamwertung? Ja, ich glaube mal, jetzt auf jeden Fall mit den beiden Junior- und Senior-Teams weit vorne zu sein, alles geben, was möglich ist, und ja. Aber es ist noch ein langer Weg, es kann noch viel passieren, von daher. Ja, wie sieht's denn beim nächsten Rennen aus? In zwei Wochen in Phoenix, da ja wieder ohne Stream. Wie gefällt dir das Oval dort? Was hältst du davon? Ja, schwierige Strecke wird da. Mal schauen, ich lasse mich überraschen. Gefahren ist sie noch nicht. Von daher. Mal schauen, was da wird. Okay, dann frage ich mal den Christian, ob der denn noch ein paar Fragen an dich hat. Nein, danke, wurden alle beantwortet gerade. Okay, gut, dann bedanke ich mich bei dir fürs Interview, Chris. Immer gern. Und natürlich Glückwunsch zum dritten Platz. Ja. Und dann machen wir weiter mit dem Zweitplatzierten, Marius Baird. Hallo Marius. Moin. Ja, das lief doch ganz gut für dich. Da bist du jetzt am Ende trotz der doch riskanten Strategie, da glaube ich knapp 15 Runden vor Ende nochmal reinzufahren, auf den zweiten Platz gekommen. Hast in der Meisterschaft einige überholt damit. Wie lief das Rennen insgesamt aus deiner Sicht? halt wie der Chris schon betont hat, war ein sehr spannendes Rennen. Vor allem eigentlich auch fair, die Überrundeten haben gut Platz gemacht. Gott sei Dank nicht so viele Gelbs wie sonst. Ja, und hat Spaß gemacht. Ja, bei dir wird's ja noch interessant in der Fahrerwertung, wenn ich mal so schaue. Hast jetzt 43, was wir auch noch geholt haben. Da du ja eine Führungsrunde auch ja geholt hast, oder ein paar Führungsrunden. Ja, wie sehen da deine Planungen aus in der Fahrerwertung? Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich werde jetzt die Rennen einfach in Angriff nehmen. Mal schauen, was da noch bei rauskommt und dann mal gucken, wo man am Ende steht.
Ja, und noch an dich die Frage, 2 Wochen noch, dann geht's nach Phoenix, Arizona, sehr warm dort, ist ja bekannt, viel Wüste, und ja, eine sehr interessante Strecke, sehr interessantes Oval. Bist du da schon drauf gefahren oder noch nicht? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich glaube letzte Saison bin ich damit gefahren, aber ich würde mir jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall sind die echten Nescas ja auch da jetzt am Wochenende gefahren. Und sieht spannend aus, die Strecke. Ich werde mich drauf freuen, vorbereiten und dann mal gucken. Okay, und dann wieder die Frage an den Christian. Wie sieht's aus? Da, ist alles super, alles schick. Okay. Gut. Dann auch an dich, Marius, danke fürs Interview. Jo, kein Thema. Und natürlich Glückwunsch zum 2. Platz. Danke. Und dann machen wir weiter mit dem Sieger des Rennens, Matthias Koch. Hallo Matthias. Hallo. Ja, jetzt musst du erstmal die Strategie erklären, die du da gefahren bist. Gegen Ende. Ja, am Ende eigentlich einfach nur so viel wie es geht Benzin sparen. Und deshalb habe ich mich versucht an die 2 dran zu hängen, mit so wenig Gas geben wie möglich. Dann halt quasi mit stotterndem Motor über die Ziellinie zu rollen. Hat tatsächlich gerade so geklappt. Okay, wie viel Sprit hattest du auf Startziel noch drin? Gar nichts mehr, der Motor war schon am Ausgehen. Oh, okay. aber da warst du auch nicht der Einzige, den wir da damit gesehen haben. Roberto Lai war es auch früher der Fall. Also der ist tatsächlich aus der letzten Kurve gekommen, ist dann ausgerollt und wurde dann ein wenig unsanft, gut, muss man zugeben, aber wurde dann von Roberto allein und von seinem Teamkollegen noch über die Linie geschubst. Geschossen wohl eher. Ja, geschossen. Ist auch der passende Ausdruck, stimmt. Ja. Ja, ist dann 5. geworden, also gab durchaus mehrere mit dieser Strategie. Wie lief das denn insgesamt so für dich? Warst ja auch mittendrin einer der Überrundeten. Wir haben gar nicht so wirklich gemerkt, wie das auf einmal dazu kam. Ja, eigentlich relativ einfach. Es gab Leute, die schon in der Box waren und einmal in die Box gehen bedeutet eine Runde Rückstand auf die, die draußen bleiben. Und so ziemlich die Hälfte des Feldes, würde ich sagen, war in der Box, war entsprechend eine Runde zurück. Und bevor die andere Hälfte in die Box kam, kam Gelb raus. Das heißt, alle die, die noch nicht in waren, haben dann unter gelber Flagge ihren Boxenstopp quasi geschenkt bekommen, also keine Runde verloren. Das heißt, alle anderen, die schon ein paar Runden früher drin waren, haben sich überrundet wiedergefunden. Das hat leider das Rennen auch ziemlich verbogen, würde ich sagen, weil das sind ja ganz viele Top-Leute, die eigentlich vorne mitfahren, waren dann halt auf einmal hinten dran. Ein paar Leute sind durch den Lucky Dog wieder vorbeigekommen. Ich bin vorbeigekommen, als bei der nächsten Gelbphase ich gerade so vor dem Führenden war. Aber insgesamt hat es das Rennen natürlich ein bisschen verzerrt. Das fand ich durchaus schade, denn jetzt sind hier wirklich viele gute Fahrer, habt ihr bestimmt gesehen am Anfang. Die sind jetzt relativ weit hinten, eigentlich halt nur durch die eine Gelbphase. Das Feld quasi mittig geteilt hat. Ja. Ja, haben wir ja auch gesehen, zum Beispiel Sandro ist, glaube ich, auf der 12 oder 13. Dann haben wir dann noch Marco Meyer, glaube ich, auch so um Platz 10 rum. Martin Stöllinger um die 15 rum, ich glaube 12 oder so. Also wirklich einige, die in der Meisterschaft ganz schön weit vorne liegen, die dort allerdings doch weit zurückgefallen sind. Ja, dementsprechend wäre jetzt auch in der Meisterschaft einiges an Vorsprung durch dieses kuriose Rennen. Wie sieht es jetzt da aus? Willst du ins nächste Rennen dann mit mehr Ruhe gehen? Oder wirst du genauso aufgeregt, vielleicht auch nervös, glaube ich, das falsche Wort, aber Anspannung ist ja immer da. Wirst du genauso angespannt ins Rennen gehen oder wirst du da doch ein wenig mehr die Ruhe bewahren? Ich glaube, verändert wird sich da nicht viel. Ich gehe eigentlich in jedes Rennen, nur hauptsache mal mit dem Ziel, möglichst schadlos irgendwie durchzukommen. Und wenn das gelingt, wenn man sein Auto ganz hält, nicht an die Mauer fährt, sonst keine gröberen Fehler macht, dann ist man eigentlich fast automatisch relativ gut dabei. Und das ist das Ziel, das ich immer habe. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da es ruhig angehen lässt am Anfang, dass man sich aus dem Getümmel ein bisschen raushält. Und mit dem Ziel und mit dem Versuch gehe ich in jedes Rennen. Und was die Meisterschaft angeht, ich meine, wir haben jetzt gerade mal ein Viertel der Saison, oder genau ein Viertel der Saison hinter uns. Das heißt, da ist noch
ganz viel, ganz viele Punkte sind zu holen. Und ich denke, da haben wir noch ganz viele Leute, ihre Chance nach vorne zu kommen. Also ich glaube, ein Selbstläufer wird es noch lange nicht. Ja, du als alter Hase, als ganz erfahrener NASCAR-Fahrer hier bei VE Racing, du kannst bestimmt was zur Strecke in Phoenix sagen. Wie gefällt dir? Freust du dich schon drauf in 2 Wochen oder ist das eher so eine Strecke, wo du sagst, naja, die ist schon ein wenig gefährlich, bin ich froh, wenn die vorbei ist? Wie sieht's da aus? Ja, fast sogar eher Letzteres. Also erfahrungsgemäß passieren dort relativ viele Auffahrunfälle, denn man muss ziemlich hart bremsen in die Kurven. Und das sind halt immer wieder Momente, wenn der Hintermann einen Tick zu spät ist und dann ist eine kleine Berührung da, die sofort für einen von beiden vermutlich in der Wand endet. Also ist auf jeden Fall schwierig, wirklich schwieriger als Kalifornien heute. Wird anspruchsvoll. Ich hoffe, dass sich die Gelbphasen in Grenzen halten. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr bei den Strecken, wie wir es ja auch leider in Richmond und Bristol hatten. Aber das heute war sehr gut, hat ja auch Marius schon angesprochen, fand ich prima, nur 4 Gelbphasen, das ist okay. Aber hoffen wir, dass es ähnlich im nächsten Rennen wird. Wird sicherlich schwieriger, aber ich meine, wachsen ja auch alle irgendwo mit der zunehmenden Erfahrung Rennen für Rennen. Ja, und ich glaube, das ist so ein ganz schönes Schlusswort. dann bedanke ich mich auch bei dir, Matthias, für das Interview. Ja, gerne. Und natürlich auch Glückwunsch zum Sieg. Danke. Ja, und dann schiebe ich euch drei erstmal hoch in die Diskussion mit den anderen Fahrern. So, da sind die drei auch erstmal wieder weg. Ja. Ja, das war ein ganz schönes Schlusswort. Also das denke ich auch. Jeder Fahrer wächst mit der Erfahrung hier von jedem Rennen. Eine gesunde Einstellung von dem Matthias, also wirklich Hut ab, also hat nicht jeder Fahrer. Ja. Diese Einstellung auch, was der Vorsprung in der Meisterschaft angeht, also bewundernswert und echt respektabel, wirklich sehr gut. Ja, ist selten der Fall, dass Fahrer so. Ja, reden. Das stimmt. Das ist wirklich so. Also, Hut ab. Finde ich gut, diese Einstellung. Ja, das hast du jetzt aber auch genug wiederholt. Ja. Ja, was haben wir heute gesehen? 4 Gelbphasen, das ist, muss ich auch nochmal lobend herausstellen. Also wirklich sehr, sehr wenig verglichen. In Bristol hatten wir derer 20. Heute sind wir mit 20% dessen ausgekommen. In Richmond waren es, glaube ich, circa 15. Jetzt hier 4. Ich habe ja vorhin dann gesagt, also 10 bis 12 wäre akzeptabel. 4 ist ein super Wert. Also 4 Racing Action gesehen. Gut, die Cautions kamen natürlich genau so, dass das Rennen, wie der Matthias gesagt hat, ziemlich verbogen wurde. Insbesondere die eine so nach, glaube ich, circa 50 Runden. Als dann die Boxenstops einstanden, die eine Hälfte drin war, die andere noch nicht. Naja, wie dem auch sei, das Rennen findet hier dann in 2 Wochen statt. Wie schon mehrfach erwähnt, in Phoenix, Arizona. Der nächste Stream ist allerdings dann erst in 4 Wochen. Dort steht dann das Oval von Dover an. 7. Saisonrennen. Eine kurze Information zum Dover International Speedway in Delaware. 1 Meile, Short Track. Insgesamt fast 140.000 Zuschauer rein. Und ja, man scheint nicht so hart bremsen zu müssen, glaube ich. Also die Neigung der Steilkurven, 24 Grad. Also schon ziemlich steil. Die beiden Geraden immer noch 9 Grad. Das ist so Standard. ja, also da wird sicherlich auch wieder spannend. Also in 4 Wochen dann wieder die VE Racing NASCAR Serie. Für heute soll es das gewesen sein und ich gebe dann ab an Christian. Ja, ich kann nur sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören, Zuschauen, für die Unterstützung, nicht wahr? Und ja, würde sagen, wir sehen uns dann in 4 Wochen in Dover sozusagen und dann schauen wir, wie es da weiterläuft. Also euch einen schönen Abend und
eine schöne Restwoche. Auf Wiedersehen. Bye bye.